Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Zielers Top 11. Heute geht es mal wieder weiter mit einer neuen Episode, einem neuen Verein, für den ihr abgestimmt habt. Wenn ihr auch heute wieder abstimmen wollt, welchen Verein in der nächsten Episode sehen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da ist ein Strawpoll-Link und da könnt ihr für eure Mannschaft stimmen, die ihr gerne sehen möchtet. Es verbleiben jetzt noch, ihr könnt sicherlich rechnen, 12 Mannschaften in der Bundesliga, dann geht es in die nächste Liga. Auch darüber wird dann eine Abstimmung erfolgen. Wenn euch die Serie und das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine große Unterstützung und würde mich wirklich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, ja, fangen wir jetzt an mit dem Team für die heutige Episode. Und zwar, es ist Borussia Mönchengladbach, die Fohlenelf, gegründet am 1. August 1900. In der Bundesliga ist der Verein seit 2008 natürlich, ja, viel früher in der Bundesliga schon gewesen und Erfolge gesammelt. Allerdings 2008 war der Wiederaufstieg der letzte, seitdem ja sehr erfolgreich gespielt. Lucien Favre ist momentan der Trainer und die letzte Platzierung in der Bundesliga ist der 6. Tabellenplatz, was sie momentan dazu berechtigt, in der Europa League zu spielen. Borussia Mönchengladbach hat bisher einige Erfolge verzeichnen können in der Clubgeschichte. 1970 gab es die Meisterschaft genauso wie 71, 75, 76 und 77. Das heißt, glorreiche 70er Jahre sind es gewesen. Auch den Pokal, sie konnten sie da einmal holen, 1973 und ansonsten noch 1960 und 1995. An sich auch eine gute Mannschaft in FIFA. Wie die aussieht, wollen wir uns jetzt angucken. Wir starten heute natürlich im Tor bei Ron-Robert Zieler in Form. Unser Mann für das Tor hinten drin. Auch wenn wir natürlich einen bombastischen rechten Mittelfeldspieler, der in FIFA unverständlicherweise Torwart ist, auf der Bank haben. In der Innenverteidigung stehen dann zwei Informspieler. Ja, ich weiß, es gäbe auch einige andere Kandidaten, aber ich habe mich letztendlich entschieden, natürlich, muss man dazu sagen, zu Stranzel, dem Kapitän in Realität und auf einer Seite Harvard Nordfahrt. Ich habe übrigens vergessen, die Rückennummern einzustellen, aber immerhin sind die Trikots da, also das ist zumindest schon mal ganz in Ordnung. Die Außenverteidiger ebenfalls ziemlich stark auf der rechten Seite, Fabian Johnson von Hoffenheim zu Gladbach transferiert vor der Saison. Auf der linken Seite haben wir Oscar Wendt stehen, der eigentlich auch relativ solide Werte hat für einen Linksverteidiger, der gute Schwede. Im zentraldefensiven Mittelfeld haben wir einmal Weltmeister Christoph Kramer, er auf der rechten Seite. Auf der linken Seite haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler und zwar in meiner Lieblinge bei Gladbach diese Saison bisher, Granit Xhaka. Im zentraloffensiven Mittelfeld haben wir dann eigentlich ja keinen zentraloffensiven, sondern einen Mittelstürmer und zwar ist da Max Kruse. Ich habe zwar noch Hazard auf der Bank, aber Kruse hat das bessere Rating, deswegen spielt der da. Im Sturm dann selber ebenfalls wieder Mittelstürmer und zwar Raphael, ihr habt ihn gerade schon gesehen, der Brasilianer mit den Forstler-Skills. Auf der rechten Mittelfeldseite spielt dann Patrick Herrmann mit ordentlich Pace und ansonsten ganz, naja, okay, eigentlich nicht so geilen Werten. Und auf der linken Seite haben wir dann Ibrahima Traoré, vor der Saison gekommen, vom VfB Stuttgart ebenfalls mit 88 Tempo und dafür aber Forster-Skills. Das ist das Team. Die Bank besteht aus Hazard, dem kleinen Bruder von Eden Hazard. Jan Sommer, natürlich der beste rechte Mittelfeldspieler der Welt. Toni Janschke und André Hahn zusammen mit Branimir Rigotta, Dominguez, Namen gerade vergessen, Vornamen, und Philipp Dahms, den ehemaligen Kapitän. Wir gehen einfach mal in die erste Partie, würde ich sagen, dieser Episode rein. Und naja, das Team vom Gegner hat eine 81er Bewertung und sieht ein bisschen fitty aus. Es hat die Babu drin und ansonsten, ja, Serie A Mainstream-Scheiß. Ich glaube, dazu muss man nichts mehr weiter sagen. Es ist bekannt, dass viele Leute einfach nur mit Serie A-Team spielen, einfach weil die Babu drin ist. Dementsprechend kann man denen das nicht verübeln. Wir gehen in die erste Szene rein und, naja, die war auf unserer Seite. Patrick Herrmann nach 14 gespielt Minuten mit der Flanke auf Raphael. Der Kopfball geht an die Latte und das sollte so ein bisschen, naja, ein tragendes Bild werden. Allerdings erstmal, naja, Xhaka. Ich habe gesagt, einer meiner Lieblingsspieler und wenn es schon im 16er nicht klappt, dann halt aus der Distanz. Wunderbarer Longshot von unserem Schweizer Sechser und da kann Andanovic gar nichts machen, denn das ist das 1:0 nach 23 gespielten Minuten. Natürlich heißt er Xhaka. Ganz komischer Name auszusprechen, aber ist vollkommen egal. Es steht 1:0 und naja, wir hatten vorher die Latte getroffen und ich habe ja gesagt, das wird noch eine tragische Figur haben, diese Latte. Allerdings zunächst einmal, das Pace Abuse ist bekannt nach dem Anschluss, aber Zieler ist da, kann das Ganze abwehren und dann kommt Kruse, der denkt sich auch mal, okay, ich kann auch aus der Distanz. Ball gegen die Latte. Okay, aber da kommt nochmal Raphael. Kopfball und gegen die Latte. Klasse. Tragische Figur auf jeden Fall für das Aluminium. Aber wir machten gut weiter. Wieder Kruse frei vom Tor. Den muss man eigentlich machen. Herrmann, den dann erst recht. Aber es bleibt weiter beim 1:0. Relativ knappes Ergebnis. Und das wurde mir fast zum Verhängnis. Ibarbo in der 60. Minute knapp. Zieler. Ja, das ist ein typischer Torwartfehler. Im Endeffekt schafft er es aber, ja, tatsächlich noch den Ball rauszuklären. Also Torwartfehler in FIFA 15 natürlich, meinte ich damit. Es ging dann weiter mit guten Chancen für den Gegner. Der Ball auf Biabiani. Aber wieder ist Zieler da, kann den Ball halten. Und das war auch dann die letzte Szene der Partie. 1:0 Sieg. Das ist ein relativ ungewöhnliches Ergebnis für FIFA 15 Ultimate Team. Aber im Endeffekt ist es halt ein Sieg. Und wir gehen in die nächste Partie, nachdem wir hier die Bewertung gesehen haben. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, haltet das Video an, dann wisst ihr Bescheid. Und naja, schreibt mir wieder in die Kommentare. Natürlich ist eure Aufgabe, wer euer Lieblingsspieler von Borussia Mönchengladbach ist. Denn der kommt im Endeffekt in die Top 11 am Ende der Serie. Zweites Spiel. Und da war wieder jemand einen kleinen Penis und musste sich eine Bronzebank basteln, damit er 4 Sterne Bewertung hat und gegen
schwächere Teams kommt. Natürlich, ja, weiß das nur auf kleine Eier hin und auf nichts, was irgendwas mit Können zu tun hat. Aber auch das Team, naja, Sturridge, Ibrahimovic, was willst du dagegen machen? Richtig, fast gar nichts. Es gab 8 Highlights in diesem Spiel. Das ist das erste. Sturridge mit dem Foot-to-Foot, Außenrissschuss, keine Chance für Ziele, 1:0. Nach 25 Minuten bis zu dem Zeitpunkt habe ich relativ gut dagegen gehalten. Aber naja, was willst du machen? Sturridge, Ibrahimovic, einfach 2 bombastische Stürmer. Und gerade gegen Stranze, der sehr langsam ist, hatten die natürlich leichtes Spiel. Dann Lukas kann sich außen gegen Wendt durchsetzen. Und wie schnell der ist, ist unfassbar. Ich versuche mit Nordwald drauf zu gehen, aber der, naja, macht gar nichts. Stranze läuft irgendwie weg und nochmal irgendwie weggelaufen. Und dann steht es 2:0. 36. Minute, natürlich schlecht verteidigt von mir. Aber was willst du machen, wenn Lukas da einfach durchpaced? Und dann kam Ibrahimovic, ist kurzfristig auch zur Pace-Suche geworden, kommt hier glücklich durch. Niemand greift ihn wirklich an, ist natürlich viel schneller als Stranze. Geht an Zieler vorbei und macht das 3:0. 44. Minute, alle 10 Minuten hier ein Treffer für den Gegner. Natürlich bitter für mich, denn eigentlich war ich ja gleichwertig. Allerdings das Team natürlich einfach bombastisch vom Gegner, einfach viel zu stark. Trotzdem habe ich versucht ranzukommen und zwar mit Kruse hier im 16er gegen Onoa. Das ist jetzt Highlight Nummer 4 und es gibt einen Elfmeter. Und naja, Onoa kriegt dafür keine, doch kriegt die gelbe Karte, okay. Und Kruse, ja, habe ich bisher nicht so lieb gewonnen. Viele Chancen vergeben, das ist die nächste. Es bleibt beim 3:0. Bitter, 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 aber was willst du machen? Wir gehen einfach mal in die zweite Halbzeit. Da kommt dann wieder Kruse und den kann man auch schon mal machen. Macht aber nicht mit dem starken Linken, aber immerhin gibt es einen Eckball. Das ist jetzt Szene Nummer 5, muss man dazu sagen. Oskar Wendt mit der Flanke in die Mitte. Und da steht Kramer und der macht es besser. 1:3 nur noch aus unserer Sicht. Das geht ja schon mal deutlich besser. Klar, übrigens, entschuldige mich für meine Stimme. Ich merke gerade selber wieder, wie krass es ist. Aber dann kommt Ibra. Und ja, wie gesagt, was soll Stranz gegen ihn machen? Gar nichts. Zieler chancenlos. 4:1. 50. Minute. Es wurde dann bitter, allerdings, naja, gab es die nächste Szene und, ja, die siebte ist es, glaube ich, in der Partie. Granit Xhaka mit dem Ball nach außen, hat sich vorher den Ball schön erobert und schön durchgesetzt. Rafael dann nochmal mit dem Pass auf Xhaka und er macht sein zweites Tor in der Episode. Der Sechser, der gefährlichste Mann auf dem Platz, den wir hier so haben. Das ist ganz schön, ja, bezeichnet eigentlich. Allerdings wieder schön rausgespielt. Und da gab es noch eine Szene, wieder Xhaka, der sich natürlich den Ball erobert hat. Eindeutig der beste Mann auf dem Platz nach Zieler, der viele Paraden gezeigt hat, aber das ist alles nichts Sehenswertes gewesen, weil das relativ wacke Schüsse waren. Rafael geht in den 16er rein, ich will natürlich das Tor machen. Ballrolle wunderbar und Nedo Monoa von hinten rein. Rote Karte natürlich vollkommen zurecht. Hatte schon gelb. Ich glaube, er hat sogar glattrot bekommen. Wäre auf jeden Fall auch glattrot gewesen. Und naja, der Mini-Akinfenwa, beziehungsweise der Billig-Akinfenwa, kriegt hier, naja, nochmal einen Elfmeter gegen sich. Allerdings diesmal ausgeführt von Rafael, nicht von Kruse. Bringt das was? Sind wir mal ehrlich? Natürlich nicht. Auch der wieder verschossen. Relativ wack platziert, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht war. Und dementsprechend dann verloren im Endeffekt mit 4:2. Unverdient würde ich nicht sagen, der Gegner war auf jeden Fall besser, aber wir waren in gewisser Weise auf einer Augenhöhe, trotzdem natürlich verdient verloren. Und deswegen gehen wir jetzt ins letzte Spiel dieser Episode hinein. Ihr seht jetzt nochmal die Ratings, die wir da hatten. Ist aber nichts Besonderes, geht auch relativ schnell weiter. Also, wenn euch interessiert, dann haltet das halt einfach an. Ist ja auch nur relevant, wenn ihr irgendwie in die Kommentare schreibt, euren Lieblingsspieler. Und ob dieser Lieblingsspieler im Endeffekt in die Startelf kommt oder auf die Bank, das entscheidet sich ja danach. Ansonsten hat das ja keine Relevanz. Letztes Spiel der Episode und zwar diesmal wieder gegen einen relativ wacken Gegner von der Bewertung her. Aber auch wirklich Silber. Hat ein relativ gutes Team, hat beispielsweise Arroyo drin, Nadia Chifty, McKay, Steven und Kelvin. Das heißt, ja, 4 5-Star-Skiller Silber. Und Armstrong als 10er, Ruben, Neves, Molina auf der 6. Hinten Bolli mit 82 Tempo, Oliveira und Velanzuela, glaube ich, heißt der. Und die erste Szene der Partie hatten wir, eine Rabona-Flanke von Rafael, die wird noch nicht so wirklich gefährlich, aber der Ball kommt nochmal auf Hermann, der bringt ihn direkt rein, irgendwie abgefälscht, da ist Kruse und dann macht er tatsächlich mal rein. Ja, die erste richtig gute Aktion nach dem Longshot von Kruse, der mir wie gesagt überhaupt nicht gefallen hat, der hat nicht das gehalten, was er versprochen hat, extrem schwach im Abschluss, relativ schlechtes Dribbling, relativ schnell dafür, aber das bringt damit auch nichts weiter, weil das Passspiel auch nicht besonders gut war, aber hier macht er mal einen guten Pass mit seinem schwachen rechten Fuß, mit dem auch das Tor erzielt hat natürlich, Rafael mit der Ballrolle nochmal vorbei. Und da steht 2:0, 38. Minute. Das Spiel war deutlich einfacher als das zuvor, denn der Gegner war nicht so besonders gut. Hat zwar nicht schlecht gespielt, hat gut geskillt, auch muss man ganz ehrlich zugeben. Aber besonders effektiv und gefährlich war er zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Aber er hatte noch die zweite Halbzeit Zeit, deswegen schauen wir mal, was da so passiert ist. Erste Szene nach... Oh, ist noch in der ersten Halbzeit. Von mir aus auch das. Ah ja, genau, das erinnert mich dran. Na, der Chifchi geht durch die komplette Verteidigung durch, viel schneller als Stranzel. Aber wer mehr Zieler im Tor? Schöner Reflex da mit dem rechten Fuß. Holt er den Ball raus und dann ging es in die zweite Halbzeit. Und naja, dann kommt Neves mit dem Ball auf McKay Steven und der ist ja bekanntlich schnell, macht das hier gut mit dem Fake-Shot. Der Schuss mit links, Zieler ist da und Stranze, ich bin mir nicht so sicher, was der vorhatte. Tritt neben dem Ball und ja, Chifchi macht das 2:1, es wird also nochmal eng und das Spiel war ja noch nicht vorbei. Wir sind ja erst in der 63., 64. Minute. Dementsprechend blieb noch etwas Zeit, übrigens war es nicht Chifchi, sondern Neves, der das Tor gemacht hat. Aber wir hatten nochmal eine Chance und zwar mit Wendt, die Ecke kommt rein, nicht besonders gefährlich, aber rausgeköpft zu Hermann. Hermann versucht es mit dem Schuss aus der Distanz, aber der Keeper ist da und hält diesen Ball dann ja, ohne größere Probleme.
Marcelo Boeck war das. Und dann kommt Shifty, setzt sich durch gegen Stranzl ohne Probleme, Stranzl zu langsam und es ist Zieler mit einem richtig guten Reflex, der hier das 2:1 festhält. Und das war die letzte Szene der Partie. Wir gewinnen also das letzte Spiel, naja, mit 2:1. Wir sehen hier nochmal eine kleine Chance in der 90. Minute mit Kruse mit dem Longshot, der wird abgewehrt. Aber aus der Ecke wird dann auch nichts mehr. Ich kann schon mal sagen, das war's von dieser Episode, beziehungsweise das war's vom letzten Spiel, der mehr passierte nicht mehr. Wir haben immerhin 2 Spiele gewonnen aus 3. Das ist gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. Normalerweise, wenn wir 3 Spiele vorher gewonnen haben, gibt's ja auch ein 4. Sonst bleibt's ja bei 3. Ich denke mal, die Regeln sind mittlerweile relativ klar. Und Schiedsrichter beendet die Partie. Ich bin ehrlich gesagt relativ zufrieden mit Gladbach, aber das werdet ihr ja gleich in der Endbewertung sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein bisschen schwierig, den Flop der Episode rauszusuchen. Aber ja, dann irgendwie auch doch nicht mehr. Hier seht ihr nochmal die Benotung. Relativ easy, könnt das Video wieder anhalten und wir kommen zum Flop der Episode und das ist, ihr seht schon, Max Kruse. Ja, ich bin ja sowieso kein Kruse-Fan, ich finde ihn relativ unsympathisch. Zwar ein guter Fußballer, aber auch in FIFA dieses Jahr relativ scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Position wahrscheinlich war einfach das Problem und da war Raphael Herrmann und Traoré deutlich besser in der Offensivabteilung. Also eher der Flop der Episode zusammen, eigentlich mit Stranzl. Allerdings hat Stranzl einfach nur ein Problem, das ist das Pace und von dem her habe ich mich da für Kruse entschieden, weil ich von Kruse auch mehr erwartete als von Stranzl. Der MVP der Episode dann auf der anderen Seite, da gab es einige, die möglich gewesen wären. Es ist im Endeffekt jedoch, Granit Xhaka geworden. Ich denke mal, das war klar. Ich habe schon so lobend über ihn gesprochen. Als mein Lieblingsspieler und dementsprechend hat er das auch gezeigt. Waren sehr viele in Aktionen beteiligt, sehr gut defensiv gestanden, offensiv. Alles wunderbar gemacht und dementsprechend verdient dieser MVP. Ansonsten wäre noch Harvard Nordfeld in Form in Frage gekommen, aber der war auch nicht so mega überragend, was Defensive anging, eher im Aufbauspiel und dementsprechend, ja, ist es Granit Xhaka geworden. Endbewertung von Borussia Mönchengladbach. Ich gebe eine 7,5 von 10. Leider in der Defensive ein bisschen zu schwach, Wendt ein bisschen zu langsam, Stranzl ein bisschen zu langsam. Ansonsten wirklich gutes Team. Nur weil es Toni Janschke hinstellen, hat man schon mal ein bisschen mehr Pace. Vorne eventuell Hazard als Zehner und dann sieht das richtig, richtig gut aus. Aber 7,5 von 10 geht, denke ich mal, auch für den Preis relativ in Ordnung. Das war's von dieser Episode. Strawpaw-Link ist in der Beschreibung. Für die nächste Episode könnt ihr abstimmen. Ich entschuldige mich wie immer für meine Stimme und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.